Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 2 Tides of Darkness. Ihr seht schon, wir werden gerade angegriffen. Aber noch können wir uns wehren. Das liegt alles noch im machbaren Bereich hier. So, wir bauen gerade eine Gießerei noch, damit wir ein paar Forschungen anschmeißen können. Und auch hier die Kampfkraft ein bisschen erhöhen von unseren Axtwerfern. Ja, Gold haben wir jetzt eigentlich genug für uns. Da kommt stetig was rein. Und gut, dass wir schon einiges an Öl gesammelt haben, ziemlich am Anfang schon. So, du gehst auch mal Holz sammeln erstmal. Beziehungsweise bauen wir ein paar Höfe. Zu wenig Gold. Na kommt. So. Genau, damit haben wir dann gleich schon mal ein bisschen mehr Kampfkraft für unsere Schiffe und danach gibt es die Verteidigung. So, wir machen ein bisschen Platz, damit die hier besser an den Hafen rankommen. Ja Leute, die greifen immer von allen Seiten an. Es ist ziemlich schwierig, hier eine Verteidigung dann aufzubauen, weil man nicht so genau weiß, wo. Ja, bauen wir. Können wir uns erlauben. Wir sehen schon, was ein paar Peons ausmachen, ein paar Peons mehr von den Ressourcen her. In der vorherigen Folge waren wir doch schon ganz schön knapp am Limit immer mit den Ressourcen. Die sind oft auf Null gelaufen. So, ein bisschen Panzerung. So, jetzt brauchen wir wieder Holz. Ja, jetzt werden die Wege auch wieder länger. Da warten wir einfach kurz. Dann bauen wir nochmal einen Hof hier runter. Und dann haben wir auch erstmal wieder genug Nahrung. Läuft hin und her. Eine Alchemistenhöhle bräuchten wir. Achso, die können wir erst bauen, wenn wir das Haupthaus verbessert haben. Das auch noch. Da brauchen wir 1000 für. Dauert also auch nochmal. So, kriegen wir 350 zusammen. Ja, ich glaube, damit ist unsere Flotte erstmal verteidigungsbereit. Hier sieht es eigentlich auch gut aus. So, nochmal ein, zwei Grunzer vielleicht. So, wie sieht es hier aus? Boah, 3000 Öl. Ist aber heftig. Ja, kostet alles Holz. Kostet alles Gold. So, das ist, glaube ich, als Verteidigung erstmal in Ordnung. Wir müssen nur aufpassen, dass sie unsere Peons nicht, krepieren. Falls sie doch irgendwo hier landen. So, wie sieht's aus mit Öl? 16.500 haben wir nur noch. Das ist nicht mehr viel. Müssen wir uns bald mal auf den Weg machen, ein bisschen erkunden. So, ich würde jetzt erstmal ganz gerne unser Haupthaus ausbauen. Damit wir die Alchemistenhöhle bauen kann und dann einen Zeppelin, der uns ein bisschen hilft zu erkunden. Ja, nochmal ein Grunzer nachpushen. Bis wir Holz erreicht haben. So, du hast gerade nichts zu tun, dann hack mal mit. Ansonsten läuft das hier. Das ist natürlich auch mehr verlockend, hier nochmal eine Forschung anzuschmeißen. Machen wir einfach. Kümmern wir uns gleich drum um die Hochburg. Das ist immer so. Ja, was soll ich sagen? Sehr verlockend einfach. 31.000 nur noch.
Es wirkt im ersten Moment immer viel, was da in so einer Goldmine drin ist, aber im Endeffekt. Immer ich! Ist es das nicht? Wir müssen gleich wirklich gucken, dass wir expandieren nochmal. Wir sollten vielleicht schon mal eine Fähre bauen, sicherheitshalber, damit wir eine haben. Falls wir mit den Ressourcen wirklich mal auf Null laufen. So, was ist mit dir los? So, gleich haben wir 1000 voll. Ja, 50 fehlen noch. Schiff fertig gebaut. Leben des Vergnügen. So, und dann bauen wir gleich die Alchemistenhöhle, dann ein Zeppelin. Mit dem schauen wir mal, wo es eine Insel gibt, auf der wir uns breit machen können. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Haupthaus, also Ressourcen für ein Haupthaus, falls es da eine Goldmine gibt. Vielleicht haben wir sogar das Glück und auf unserer Insel ist noch was. So wie in der letzten Mission. Aber ich glaube es fast nicht. Sollten vielleicht dann auch erstmal mit den Forschungen nochmal warten. Ah, ist verlockend, aber lassen wir das erstmal. So, Angriffe halten sich auch in Grenzen. Also ging bisher eigentlich, haben wir ganz gut abgewehrt. Ja, ich weiß nicht. Ich würde vielleicht noch gerne ein Schiff bauen. Dann haben wir nämlich 5 und 2 Kampfpötte. Eins ziehen wir mal kurz ab. Und hier die Alchemistenwerkstatt. Kobold-Alchemist. Ja, Peons würde ich glaube ich nicht noch mehr ausbilden. Das reicht eigentlich erstmal. Laufwege sind halt ein bisschen ätzend gerade, aber gut. Ist dann so. Ja, Berserker-Troll ausbilden. Kriegen dann 10 Gesundheit dazu. Und dann weitere Forschungen. Zum Beispiel die Troll-Erholung, Berserker-Erholung und all so ein Kram. Können wir uns aber erstmal noch nicht erlauben. Erstmal müssen wir expandieren und ja, sicherstellen, dass wir auch genügend Ressourcen haben für die Zukunft. Erledigt! So, den Ogre Ferch. Muss auf jeden Fall auch sein. Steht da so ein bisschen doof. Geht mal da runter. Hier bin ich! Jo, moin. So, lass uns erstmal unsere Insel erforschen. Und ich würde gerne noch einen zweiten bauen, der bei unserer Flotte jeweils bleibt. Aha, schaut mal. Das können wir so natürlich nicht stehen lassen dort. Die können uns irgendwann mal gefährlich werden, gerade wenn unsere Peons hier schon sind zum Abbauen. Hier bin ich! Genauso wie hier. Oh, der ist schon angeschlagen. Sie greifen uns an! Warum greift ihr nicht alle an? Da müssen erst ein paar Grunzer von uns sterben, damit da gekämpft wird. So, Überblick verschaffen. Kommen wir wagen's. So, hier haben wir schon mal eine feindliche Insel. Vielleicht ist sie aber auch nur ein bisschen befestigt. Sie greifen uns an! Nö, scheint doch ein bisschen mehr zu sein hier.
So, was ist das? Ihr habt euch hier im Wald festgehangen. Hau mal hier ab. Okay, jetzt kommen sie. Immer ich. Du bist der Captain des Vergnügens. Sie greifen uns an! So, noch was kann er nicht ab hier. Okay, hier ist schon mal eine Goldmine mit 35.000. Und ein bisschen Holz. Ich glaube, wir müssen darüber setzen. Lassen wir mal. Ich ziehe mal einen von denen hier ab. Du bist der Captain. Ja, zerstört ihn vorher bitte. Oh Mann, ey. Guck mal, was da ankommt. Das wird natürlich gefährlich jetzt. Oh Mann. Du bist der Captain. Immer ich. Sie greifen uns an. Hier haben wir noch zwei. Sie greifen uns an. Bereit für Aufstellung. Was wollen Sie in Ordnung? Alles klar. Okay, okay. Meine Güte. So, halbe Flotte ist auch weg. Okay, Leute. Bauen wir einen Peon. Und dann gehen wir hier mal rüber. Fertig zur Arbeit. Da drüben, da drüben. So, aber warum ist das so gelaufen? Wir standen doch eigentlich ganz gut da. Hier gibt's einen Boot. Der scheint uns angreifen zu wollen. Wichtig ist, dass wir hier einen haben, damit er den identifizieren kann. Schiff fertig gebaut. Jo. Du bist der Captain, mit Vergnügen. So, folgt dem mal, damit hier kein U-Boot auf uns wartet. Also wir müssen für ein paar Truppen sorgen, das ist auch wichtig jetzt. So, ein Haupthaus. Sollte hier reichen für Holz und Gold. Du bist der Captain. Ihr Befehl, Meister. Immer ich. Du bist der Captain. Oha, wir sammeln gerade gar kein Öl. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, ich glaube aber, unsere Ressourcen sind dann erstmal gesichert. Hoffe ich zumindest. So, was können wir hier nochmal? Ein Ausbau zur Festung. Ja, kostet viel. Muss ich zugeben. Was haben wir denn hier so? Kanonentürme hauptsächlich. Okay, ausbauen müssen wir so oder so irgendwann. Auch noch ein paar Schiffe. Ich bin gespannt, ob wir alles richtig machen. Wird sich noch herausstellen. Na ja, toll, jawohl. Schiff fertig, immer ich.
So, du bist fertig, das ist schön. Erledigt. Dann sammeln wir mal ein bisschen Gold. Und dann bilden wir da direkt nochmal ein paar Peons aus. Die natürlich auch ein bisschen Gold sammeln bzw. Holz haben, je nachdem was wir gerade brauchen. Fertig zu erledigt. Öl, Alter. Das ist wirklich eine Menge. So, wir brauchen nochmal. Was? Och nö. An sowas habe ich natürlich gar nicht gedacht. Naja, das Haupthaus kriegen die nicht platt, glaube ich. Du bist der Käpt'n! Ahoi! Ahoi! Du bist der Käpt'n! Immer ich! Ahoi! Hm, was machen wir denn da? Schieben wir da mal einen Oger rüber? Alles klar! Reicht da einer? Wollen wir das mal testen? Du bist der Käpt'n! Der andere braucht noch zu lange. So, mit der Schiffsunterstützung passt das, glaube ich. Oh, der Oger hat nicht mal was abgekriegt. Lassen wir den mal hier zur Sicherheit. Fertig zur Arbeit! So, ihr habt nichts zu tun, das heißt, ihr könnt hier mal Holz hacken. Jetzt bitte Gold sammeln. Ja, wir lassen das einfach hier. Oder sollten wir das reparieren? Ich weiß nicht. Ja, sammeln auch mal ein bisschen Gold. Bereit, Meister, aber ich nicht. Das ist unglaublich, wie viel Ressourcen hier gefressen werden. Reichweite ist natürlich auch verlockend. Fertig zur Arbeit. Kein Gold. Gnaden. Ich frage mich halt, wo die ganzen Ressourcen geblieben sind. So, ein Hafen sehe ich. Und die Insel erstreckt sich wahrscheinlich über die gesamte Breite hier. Okay, hier geht's nochmal rein. Okay, es sind zwei separate Inseln. Nee, das hier ist eine Insel, ähnlich wie in der vorherigen Mission. Und hier ist ein Hafen. Okay. Also zwei Häfen, jeweils links und rechts, außen. Fertig gebaut. Das heißt, wir müssen einen Angriff wagen, auf jeden Fall, um die Häfen erstmal zu zerstören, damit wir hier ja, zumindest auf dem Seeweg erstmal safe sind. So, wir sammeln erstmal ein paar Ressourcen noch. Ja, verteidigt euch doch ruhig. Ist euch keiner drum böse. Ja gut Leute, Gold wird eng. Hier haben wir noch was. Das muss ausreichen für diese Mission. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Das ist natürlich nicht so cool hier. Wie mit der Hund, der Captain.
Was wollen wir noch? Gehen wir da schon mal runter. Wir müssen gucken, dass wir Ressourcen sparen. Gerade hier so Peons, die sterben, können wir nicht gebrauchen. Können wir beide sammeln. Wo denn jetzt noch wieder? Da. Immer ich! Ahoi! 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 Immer ich! Der Captain ist der Captain! Okay! Du bist der Boss! Ja gut, Leute, ich wollte die Folge gerade beenden, deswegen mache ich das dann jetzt und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wir schauen uns dann in der nächsten Folge mal an, ob wir hier nicht mal einen Angriff starten werden und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und mit dabei seid. Also, bis dahin, Leute.